Eine über 100-jährige Geschichte prägt den Sportverein Frankfurt. Der Club wurde bereits 1920 als einer der ältesten Linzer Vereine unter dem Namen ASK Sparta Linz ins Leben gerufen und feierte in den vom Arbeiter-Amateurfußballverband ausgetragenen Meisterschaften zahlreiche Erfolge. Später spielte der Verein als SV Stickstoff Linz 4 Jahre in der höchsten österreichischen Liga und war als SV Chemie Linz bis 2017 Teil der Fußball-Landkarte Österreichs. Am 7. Dezember entschieden sich dann die Mitglieder, den Namen in ASKÖ SV Frankviertel Linz zu ändern, was wohl als klares Bekenntnis zum Linzer Stadtteil, aber auch zur Arbeitersportbewegung zu verstehen ist. Seit wenigen Tagen wird der Verein von einem überwiegend weiblichen Vorstand geführt. Mit Obfrau Simone und dem Stellvertreter Edwin spreche ich heute über die Tradition, aber auch die Perspektive des Arbeiterfußballs in Linz. Servus Simone und Servus Edwin. Hallo. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam über euren Verein sprechen zu dürfen. Und Simone, ich fange bei dir als Obfrau an. Schon vor dem Engagement beim SV Frankviertel warst du als Funktionärin aktiv. Welche Erfahrungen hast du bisher gesammelt? Ja, es ist so, dass ich nie wirklich als Fußballerin im Verein gespielt habe. Es war aber so, dass ich beim SV Freistadt, die haben 5. Liga und 4. Liga in Österreich gespielt, als sportliche Leiterin tätig war. Da war ich ziemlich jung und ich war halt immer schon sportbegeistert. Und dann bin ich vom Verein gefragt worden, weil ich ziemlich viele Spieler dort geschaut habe, ob ich gerne immer Funktion übernehmen möchte. Und das war eigentlich eine coole Chance, damals als junge Frau wirklich als Funktionärin in einem Fußballverein zu werden, weil das hat es, glaube ich, sonst da nirgends gegeben. Und ich habe da wirklich viele Erfahrungen sammeln können, habe aber natürlich Widerstand erlebt. Also ich glaube, wenn man als junge Frau in so einem männerdominierten Sport sehr engagiert. Ich kann mich erinnern, es ist ein neuer sportlicher Leiter gekommen und ich habe immer gute und enge Verbindung vor allem zu den jungen Spielern gehabt. Und der hat dann mal gesagt, die Simone ist so ein liebes Mädchen, unterhaltet euch über andere Dinge wie Fußball mit ihr. Und dann war es für mich wegen dem schwierig. Allgemein ist so, dass halt in Freistadt damals nur gezählt hat, rein der Leistungsdruck und nur mal geschaut hat, vielleicht Legionäre zu verpflichten, nicht auf den eigenen Nachwuchs gesetzt hat und sehr extreme Ungleichheit dann ergeben hat. Die eigenen Nachwuchsspieler waren unglücklich, sie haben dann den Verein verlassen und die Legionäre sind halt extrem hoch bezahlt worden. Und irgendwann ist dann der Verein auch immer schwieriger finanziell da gestanden. Das waren so meine ersten Erfahrungen im Fußball in Österreich. Das heißt, du bist ein leidenschaftlicher Fußballfan bzw. Fanin, aber hast selbst nicht aktiv mal auf dem Platz gestanden. Ja, genau. Also ich bin schon so im Park und so wie viel gespielt, aber es war da eigentlich ja nicht so. Man muss sagen, Freistadt, das ist sehr ländlich. Das ist im Norden von Österreich an der tschechischen Grenze. Und da hat es einfach keine Frauenfußballvereine gegeben. Und ich war da eigentlich auch nicht so, dass ich mit den Jungs im Nachwuchs an dem Verein gespielt habe. Aber ich habe halt immer schon, das hat mir meine Oma mitgegeben, ich war extrem sportbegeistert und habe mir das immer im Fernsehen angeschaut und dann halt auch live vom Fußballplatz. Wenn du die Situation des Frauenfußballs in Österreich beschreiben müsstest, wie würde das ausfallen? Schlecht. Also es hat kurz einmal einen Hype gegeben, weil die Frauennationalmannschaft den 4. Platz bei der EM gegeben hat. Aber die Funktionäre, und ich muss jetzt nicht die weibliche Form verwenden, weil in Oberösterreich ist der Zuständige für Frauenangelegenheit ein Mann im ganzen ÖFB. Also die sagen zwar, wenn es gut ankommt oder wenn gerade die Nationalmannschaft, die weibliche, erfolgreich ist wie die männliche, dass wir auf Frauenfußball setzen müssen, aber es fehlt halt komplett an den Strukturen und auch an einem richtigen Bekenntnis. Weil es gibt erst seit Kurzem die Verpflichtung der Bundesliga-Vereine, dass sie eine Frauenmannschaft stellen müssen. Aber es ist so, wenn man sich das österreichische Nationalteam ansieht, dann spielen da eigentlich nur Legionärinnen. Die spielen in Deutschland, England und so, weil es in Österreich einfach nicht Strukturen für funktionierenden Frauenfußball gibt. Und auch nicht den Willen. Also es gibt halt nicht im österreichischen Fußballverband oder in der Politik wirklich den Willen, gescheite Strukturen aufzubauen, damit sich Frauenfußball entwickeln kann. Wie kam der Kontakt zum SV Frankviertel zustande? Durch dein politisches Engagement? Nein, eigentlich nicht. Also es war so,
Der Florian Koppler, der ist jetzt da mein Stellvertreter, und ich, das, wir sind sehr enge Freunde. Wir sind auch politisch gemeinsam in der sozialistischen Jugend gewesen und wir sind vor allem sehr fußballbegeistert. Und unser Traum war es immer, so ein Kinderfußballtraining ins Leben zu rufen. Und der Florian hat damals beim SV Frankviertel gespielt und so bin ich eigentlich zu dem Verein gekommen und war dann richtig begeistert, weil halt auch im Gegensatz zu den anderen Fußballvereinen, was ich bis jetzt kennengelernt habe, beim Frankviertel ist es wirklich so, dass nicht die Leistung oder das Geld oder jetzt, keine Ahnung, Meistertitel im Vordergrund stehen, sondern dass man wirklich die Nachwuchsarbeit so aufbaut, dass man einfach Kinder Bewegung vermitteln will, Zeit mit Sport und so weiter. Und das hat mich schon sehr stark begeistert und darum haben wir da damals das Baltiger-Projekt umgesetzt. Das ist ein gratis Fußballtraining für Kinder, so 4- bis 6-Jährige. Und da ist eben uns ganz wichtig, dass das gratis ist, dass jeder dabei sein kann, egal woher er kommt, dass keine Anmeldung notwendig ist, weil wir das möglichst niederschwellig gestalten wollen, damit möglichst viele Kinder aus dem Frankenviertel angesprochen werden. Das gibt es seit 2019 und das habt ihr als Verein, du als Person. Wer steckt dahinter unter diesem Konzept Balltiger? Ja, genau. Also das war eigentlich die Idee, so kann man sagen, von einem Freundeskreis. Da waren eben die zwei engen Freundinnen von mir, der Florian Koppler und die Andrea Martinovic. Die sind jetzt da beide in unserem Vorstandsteam. Wir sind da einfach zum SV Frankviertel gegangen und haben gefragt, ob wir das machen wollen. Und sie haben uns da eigentlich sehr frei Hand gelassen. Und so haben wir das damals gegründet. Und das war vorher so ein eigenes Projekt ein bisschen. Und wir haben dann einen neuen Nachwuchsleiter bekommen, den Dennis Babic. Und der hat uns dann wirklich so in den Verein komplett integriert. Der hat uns geholfen. Wir sind die Kindergärten und Volksschulen durchgegangen in Frankviertel und wir haben wirklich dann ziemlich schnell einen enormen Zusturm von Kindern gehabt. Also wir haben jetzt mittlerweile über 20 Kinder pro Training. Genau, und das ist jetzt ein fester Bestandteil unseres Vereins und auch so ein bisschen unser Aushängeschild, weil wir da eben sehr schnell in Kontakt kommen auch mit Eltern, die haben dann vielleicht noch ältere Geschwister, die dann bei uns im Nachwuchs spielen. Und die Kinder, wir haben das 2019 gegründet und die waren am Wochenende beim U10-Turnier. Das ist wunderschön, wenn man immer denkt, die baltigen Kinder von früher spielen jetzt bei uns im Nachwuchs schon die Turniere. Also das klingt ja alles wirklich fantastisch und wir kommen ja gleich auf das Frankviertel, warum das auch dort auch so wichtig ist, was ihr dort macht. Aber natürlich frage ich mich ganz unromantisch, wie das letztendlich auch dann finanziell zu stemmen ist. Weil natürlich Vereinsleben existiert, funktioniert ja auch über die Vereinsbeiträge. Ihr sagt, ihr bietet das kostenfrei an. Ich spreche damit den Nachwuchs an. Aber natürlich seid ihr ja, investiert ihr Zeit, ihr habt Trainer mit dabei. Wie funktioniert das? Kommt das dann aus der Vereinskasse? Habt ihr dort finanzielle Unterstützung? Denn es ist ja schon, neben dem ehrenamtlichen Engagement dürften ja trotzdem die 1-2 finanzielle Mittel da schon notwendig sein. Also es ist so, dass die Trainerinnen und Trainer bei uns das Balltiger-Training alle ehrenamtlich machen. Also haben wir da mal schon einen großen Teil abgedeckt. Und es ist auch so, dass im Nachwuchs dann, wenn die Kinder angemeldet sind beim Verein, dann zahlt man einen Spielerbeitrag und auch in der Kampfmannschaft und in der Reserve. Ich kann es ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt finanziell nicht so, dass wir jetzt große Sprünge machen können. Also wir haben immer ein bisschen so, wir machen ein Turnier mit Freunden und Freundinnen, die spielen so ein Hobby-Turnier, die spielen dann am Sonntag ein paar Matches und jeder zahlt 10 Euro für den Nachwuchs ein. Also wir haben da ein paar so kreative Ideen. Und was man auf jeden Fall dazu sagen muss, wir sind der einzige Fußballverein in Oberösterreich, der den Spielern gar nichts zahlt. Also wir haben kein Fixum, wir haben keine Spielerprämien oder Fahrtkostenzuschüsse. Also es ist halt wirklich bei uns, dass der Fokus liegt auf dem Nachwuchs, auf das gesellschaftspolitische und soziale Engagement, dass wir als Verein nachkommen wollen und da uns halt viel Geld sparen, indem dass wir nicht teure Spieler einkaufen oder monatlich die finanzieren.
Simone, wir kommen gleich auf deinen Verein, wir kommen auch gleich aufs Frankfurt. Erst nochmal wunderbar, dass du die Zeit hast und wir gemeinsam über deinen Verein und den Fußball in Linz reden können. Ich möchte gern den HörerInnen Edwin vorstellen. Was ich gefunden habe, ist Jahrgang 2002, Spieler, Torwarttrainer, Schiedsrichter und jetzt auch noch Funktionär. Edwin, wenn das alles stimmt, dann besteht ja dein Leben zu 100% aus Fußball, oder? Das ist richtig, ja. Mein Leben besteht schon sehr lange zu 100% aus Fußball. In verschiedenen Funktionen. Ich habe beim Verein gestartet als Spieler, habe dann relativ schnell mich entschieden, da war ich ungefähr 13, 14, dass ich den Verein als Hilfsschiedsrichter, heißt das in Österreich, aushelfe und Spiele intern im Verein reife. Aber das hat mir so weit Spaß gemacht, dass ich dann weitergegangen bin zum Verband und Verbandsschiedsrichter geworden bin. Kannst du ganz kurz den Hilfsschiedsrichter, ich habe den hier in Deutschland noch nicht gehört, kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Genau, das ist ein oberösterreichisches Projekt, eigentlich nicht ganz österreichweit. Da stellen Vereine Schiedsrichter dar, die man dann als Hilfsschiedsrichter bezeichnet. Die pfeifen jedoch nur Nachwuchsspiele im Verein intern und sind als Assistenten dann bei den Kampfmannschaften bis in die erste Klasse tätig. Also Vereinsschiedsrichter quasi. Um dem Schiedsrichtermangel entgegenzuwirken. Genau. Ein Sprungbrett natürlich für viele Verbandsschiedsrichter ist die Hilfsschiedsrichterei, damit man dann irgendwann weitergehen kann und Verbandsschiedsrichter wird. Torwarttrainer bist du, glaube ich? War ich ganz kurz. Also da danke ich nochmal Elvis Basovic, der damals mein Trainer war. Ja, ich war ursprünglich Tormann und der hat gesagt, ob ich kurz im Nachwuchs aushelfen kann als Tormann-Trainer. Das durfte ich auch einige Monate machen. War dann zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und allgemein der Organisation im Verein. Bin dann als Nachwuchsleiter Stellvertreter von Dennis Babic in der Nachwuchsarbeit eingebracht worden und seit dem 1.2. Sportlicher Leiter und Obfrau Stellvertreter. Du bist ja mit Jahrgang 2002 ein sehr junger Funktionär. Also die Begriffe Jung und Funktionär wollen so manchmal gar nicht zusammenpassen, wenn man so andere Bilder hat. Aber es passt letztendlich ja zu eurem Vorstand, der sehr divers, sehr jung ist. Wie kam es zu dieser Wahl oder zu diesem Engagement im Vorstand? Bist du angesprochen worden von Simone oder war das einfach konsequent mit deiner Erfahrung im Verein, dass du dort auch diesem Vorstand angehörst? Natürlich hat das Alter wahrscheinlich auch mitgespielt. Also wir sind ja allgemein ein sehr junger Vorstand und auch ein bunter Vorstand. Ich glaube, dass ich durch meine Tätigkeiten in den letzten Jahren halt, obwohl ich noch sehr jung bin, die Erfahrung mitgebracht habe, dass sich mich Simone und der Vorstand gefragt hat, ob ich weiterhin aktiv beim Verein mithelfen kann. Du bist jetzt Stellvertreter-Obmann. Was ist jetzt dein Tätigkeitsgefühl? Du hast da sehr viele aufgezeichnet, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Was ist aktuell jetzt dein Schwerpunkt, den du bearbeitest? Mein Schwerpunkt ist aktuell die sportliche Leitung. Also da geht es rundum um die Organisation der ersten Herren quasi und der Kampfmannschaft Reserve, aber auch bis die U8 und U9 mit Abstimmung von unserem Nachwuchsleiter Dennis Babic. Wie viele Mannschaften hat der SV Frankfurt derzeit im Wettbewerb? 7 Nachwuchsmannschaften. Davon sind 2 Nachwuchsmannschaften als Turnierform, quasi Turniermannschaft, die 3 bis 4 Turniere im Halbjahr spielen. Dann lass uns anfangen mit dem Thema Linz und dem Frankfurt. Linz ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind wir so bei 210.000 Einwohnern, 206.000 Einwohnern und so drittgrößte Stadt Österreichs nach Wien und Graz. Genau. Was zeichnet Linz aus? Was macht Linz lebens- und liebenswert? Ich finde, Linz ist eine vielseitige Arbeiterstadt und Industriestadt. Ich bin mit 3,5, 4 Jahren nach Linz gezogen. Also ich bin ursprünglich aus dem Kosovo, bin hier aufgewachsen und immer schon im Frankviertel gewesen. Linz eigentlich als sehr vielseitigen Stadt. Würde eigentlich auch nie wegziehen. Also mir gefällt das Frankviertel, mir gefällt die Stadt Linz. Ja, sehe Linz als kunterbunte Stadt. Warum ist das Frankviertel ein besonderes Viertel? Es war ursprünglich ein Arbeiterviertel in Form von, dass sehr viele Arbeiter, auch als Arbeiter aus Kosovo, im Frankviertel gearbeitet haben. Bei der Eisenbahn zum Beispiel. Und so sind wir eigentlich auch ins Frankviertel gezogen. Also mein Opa war schon
quasi Gastarbeiter in Österreich und die Familien danach sind halt nachgezogen und haben sich im Laufe der Jahre einen Standort aufgebaut und leben jetzt schon sehr, sehr lange in Österreich und in Linz und sind da eigentlich super integriert. Und ist es so ein, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein typisches Arbeiterviertel, weil du hattest den Chemiepark oder hast den Chemiepark, hast Vöss, hast also sehr viel Industrie in diesem Bereich tätig und alle, die dort beschäftigt waren, so zumindest habe ich es erstmal verstanden, dann überwiegend im Frankviertel gewohnt. Genau, also im Frankviertel sind mit der Chemie und der Vöss einer der größten Arbeitgeber in Österreich und somit leben sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter im Frankviertel, die dann auch oft bei uns Fußball gespielt haben. Und so stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Ursprung des Namens Frankviertel. Und dazu findet sich Folgendes in der Literatur. Der Name leitet sich von der Frankstraße ab, die wiederum nach dem Linzer Ehrenbürger Karl-Heinrich Frank benannt ist. Das Gebiet wird auch Glasscheibenviertel genannt, nach einer ehemaligen Glasfabrik. Heinrich Frank Söhne ist ein ehemaliger Hersteller von Kaffeeersatz. Für den österreichisch-ungarischen Markt wurde 1879 eine Niederlassung in Linz eröffnet, die sich unter Karl Frank verselbstständigte. Frank machte Linz zur Kaffeehauptstadt bzw. Kaffeeersatzhauptstadt der Habsburger Monarchie und der darauf folgenden Republik Österreich. Frank wurde für Linz zu einer Marke. Das Unternehmen war lange Zeit hinter der Tabakfabrik der zweitgrößte Linzer Industriebetrieb und nach der Eingemeindung von Ebelsberg hinter Kleinmünchner Spinnerei und Weberei und Tabakfabrik der drittgrößte. Frank war eine der dominierenden Familien im Linzer Großbürgertum. Und das Frankviertel wurde zum Symbol für die frühe Industriestadt Linz. Karl Frank schuf als Chef des Ersatzkaffeeherstellers im Bereich der heutigen Frankstraße Arbeiterwohnungen, eine Werksgrundschule und einen Kindergarten. Und er war auch für die Allgemeinheit karitativ tätig. Edwin, dann ja zur fußballerischen Vergangenheit des im Frankviertel beheimateten Vereins. Alles hat ja als ASK Sparta Linz angefangen. Was ist bei euch? Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der so die Chronik mit aufarbeitet. Was ist über die Anfänge des Fußballs beim ASK Sparta Linz bekannt? Ah, da müsste ich sagen, das ist schon relativ weit her gewohnt, weil wir natürlich durch unseren Unterlagen relativ wenig von der Zeit wissen. Also wir wissen, dass es immer ein Arbeiterverein war. Wie genau das dann damals aufgebaut worden ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Wir haben noch ein wenig recherchiert und Folgendes über die Anfänge gefunden. Der Club wurde 1920 unter dem Namen ASK Sparta Linz ins Leben gerufen. Man war damit nach dem Linzer ASK, der 1908 als LSK 1908 gegründet wurde, dem SK Germania Linz, den es seit 1912 gibt, und dem SV Urfahr von 1912. Urfahr war damals übrigens noch eine eigenständige Stadtgemeinde und wurde erst 1919 eingemeindet. Einer der ältesten Fußballvereine in Linz. Der Club spielte bald nach seiner Gründung von 1921 bis 1925 in der Oberösterreichischen Landesliga, der damals landeshöchsten Spielstufe. Nach dem Ersten Weltkrieg gewannen die organisierten Arbeiterfußballvereine massiv Einfluss. Der Arbeiter-Amateurfußballverband organisierte bis 1934 eigene Meisterschafts- und Pokalbewerbe. Auch Auswahlmannschaften traten gegen Arbeiterteams anderer Bundesländer an. Genau dort gelang Sparta Linz im Frühjahr 1928, 1930 und 1932 der Gewinn der Oberösterreich-Meisterschaft. Und 1933 gewann Sparta auch den Pokal. Im Februar 1934, mit dem Bürgerkriegsbeginn in Österreich und der damit verbundenen Auflösung der sozialdemokratischen Strukturen, so auch die des Arbeiterfußballverbandes, wurden alle Aktivitäten eingestellt. Und somit endete auch vorerst das erfolgreiche Kapitel des Arbeiterfußballs im Frankviertel.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist da euch bekannt? Nach dem Zweiten Weltkrieg, also genauer 1954, wurde entschieden, dass man sich umbenennt zu Stickstoff Linz. Da wurde das einfach zentralisiert, also die ganzen Stickstoffwerke in Linz haben sich da zusammengetan, um einen Arbeiterclub quasi zu unterstützen. Kannst du ganz kurz was zu den Stickstoffwerken sagen? Was haben die gemacht? Ganz offensichtlich nehme ich mal an, Chemikalien, Dünger, oder? Deswegen der Name bestimmt auch. Genau, ja. Jetzt ist es mittlerweile so, dass sehr viele internationale und verschiedene Unternehmen sind in Linz und es hier keine Einheit gibt, sondern sehr viele unterschiedliche Unternehmen ausgegliedert sind aus dieser Stickstoffwerke. Heute heißt das, glaube ich, Chemiepark. Genau, mit sehr vielen verschiedenen Firmen und Unternehmen und sehr aufgeteilt, genau. Ich habe gefunden, dass euer Platz, der damals nach dem Krieg halt, weil es weiterhin Sparta hieß, auch der Sparta-Platz war, dass der wohl 1954 unter Wasser stand. Es gab wohl da ein Donauhochwasser und dass dann die Stickstoffwerke Düngemittel zur Modernisierung des Platzes geliefert haben und so dann die Zusammenarbeit begann und deswegen auch der Name. Kannst du das bestätigen oder ist euch da nichts bekannt dazu? Ist uns nichts bekannt dazu, also das wüsste ich jetzt nicht. Ich finde, dass wir seit quasi über 100 Jahren am gleichen Platz sind in Linz und dass es da keinen Wechsel gab. Wie nennt ihr ihn aktuell, den Platz? Der ist ja im Prinzip mit dem Namen immer, das hat ja immer gewechselt. Genau, die Frankviertel Arena, sagen wir dazu. Der SV Stickstoff, den du schon genannt hast, stieg 1960 in die Bundesliga, in die erste Liga Österreichs auf. Was ist euch aus dieser Zeit so bekannt? Wir wissen, dass da sehr viel von den Stickstoffwerken investiert wurde, vor allem geldtechnisch, damit die Erfolge der damaligen Zeit zustande kamen. Also hier sind wirklich viele Geldmittel in die Mannschaft geflossen, vor allem in die Kampfmannschaft. Ja. Und dementsprechend kam dann auch der Erfolg auch mit dem ÖFB Cup. Wo man weit gekommen ist, ich glaube bis ins Halbfinale, ne? Gegen Rapid. Genau, bis ins Halbfinale. Ja, genau. Aber auch große Derbys, wo bis zu 18.000 Zuseher gegen den LASK zugeschaut haben. Also da wurde schon sehr viel investiert von den Stickstoffwerken, dass da wirklich die Erfolge auch kamen. Mit Stickstoff kam nicht nur der Erfolg, sondern auch Arbeitsplätze. Ein Großteil der Aktiven der Blau-Schwarzen Elf war beruflich im Werk beschäftigt. Und so passt es wunderbar zusammen, dass 1954 aus ASK Sparta Linz zunächst Blau-Schwarz-Stickstoff Linz wurde. In der Saison 1954-55 gewann Stickstoff dann die Oberösterreich-Vizemeisterschaft, wobei dabei nicht vernachlässigt werden darf, dass die Mannschaft des ESV Westbahn, die zu Zeiten des Arbeiterfußballs als Rapid Linz aktiv und erfolgreich war, beinahe komplett zu Blau-Schwarz-Stickstoff gewechselt war. 1956 beschloss die Generalversammlung einen neuen Vereinsnamen. Ab da waren die Vereinsfarben Rot und Weiß und der Name lautete SV Stickstoffwerke Linz, kurz SVS. Unter neuem Namen wurde Stickstoff prompt Zweiter der Landesliga und bekam mit dem Gewinn der Landesliga nur ein Jahr später, 1956, die Chance auf die Rückkehr in die B-Liga. In der Relegationsrunde traf der Klub dabei auf den SV Mattersburg, der mit 5:0 und 3:4 besiegt wurde. In der ersten B-Liga-Saison 1956-57 spielte Stickstoff zwar noch gegen den Abstieg, sowohl 1957-58 und 1958-59 wurde der Relegationsplatz zur A-Liga nur noch um einen einzigen Punkt verfehlt. Doch 1959-60 konnten die Linzer die mittlerweile neu geschaffene Regionalliga Mitte deutlich vor dem Kapfenberger SV für sich entscheiden und damit direkt in die A-Liga, die heutige Bundesliga, aufsteigen. Personelle Grundlage für diesen Erfolg war unter anderem Josef Epp, der mit Trainer Rudolf Strittig den SVS zu einem Bundesligisten formte. Mit Spitzenspielern aus der WM-Mannschaft von 1954 wie Theodor Thorl Wagner, Alfred Fredel Theinitzer, Leopold Poldl Barschand sowie den Nationalspielern Ferdinand Ossi Kohlhauser und Franz Fiebeck, ferner dem Wiener Spitzenspieler Anton Maxl Polster, dem Vater des späteren Rekordnationalisten Toni Polster, hielt man sich insgesamt 4 Jahre
Mannschaften der obersten Spielklasse. 1961 gelang SVS die Sensation. Rapid Wien wurde 3:2 geschlagen. Nach dem Abstieg der Stick aus der obersten Spielklasse dominierte immer stärker der SK Vöst im Kampf um die Herzen der Fußballfans. Der beste Platz war der 8. in der Saison 61-62. In der ewigen Bundesliga-Tabelle belegt ja jetzt den Platz 42. Was bleibt rückwirkend aus dieser Zeit übrig? Sind das vor allem die Erinnerungen oder spielt das eigentlich im aktuellen Leben diese Tradition von damals? Ist das so weit weg, dass das kaum eine Rolle spielt aktuell? Die Erinnerungen spielen trotzdem eine Rolle, weil wir eben so nahegelegen sind in diesem Chemiepark, dass wir die Rauchwolken quasi vom Chemiepark immer sehen. Natürlich die jüngeren Spieler und die Spieler, die erst später zu uns gestoßen sind, kennen die Geschichte des Vereins nicht sehr genau oder wissen jetzt die Erfolge nicht. Aber die meisten wissen, dass wir von dieser Chemie aus oder von den Stückwerfen aus stammen. Nach den 4 Jahren in der Bundesliga ging es dann in die zweite Liga und dort konnte man auch bis 1973 bleiben, als dann offensichtlich finanzielle Schwierigkeiten oder leere Kassen auch dazu führen, dass man dann als Chemie Linz 1973 ganz unten neu gestartet sind. Ist dir bekannt, warum man damals als Chemie Linz so weit unten neu starten musste? Das war finanziell, oder? Ich glaube, dass das verbandstechnisch und finanziell dass das der Grund war, also quasi ein Zwangsabstieg, weil man damals finanziell wahrscheinlich nicht oben mitspielen konnte. Der neu gegründete SV Chemie Linz feiert dann aber auch schon wieder eine Erfolgsgeschichte mit einem Aufstieg nacheinander beziehungsweise 5 Meistertiteln in Serie und man scheiterte dann nur regelmäßig am Aufstieg in die zweite Division. Also das letzte Mal scheiterte man 1989, als man vor dem SV Ried Meister wurde, aber in der Relegation das dann nicht schaffte. Und so zog sich 1989 Chemie vorerst aus der Meisterschaft zurück und konzentrierte sich auf den Jugendfußball. Hatte das auch was damit zu tun, dass in Linz mit dem LASK und mit Blau-Weiß bzw. Vöchs 2 große Vereine da waren, wo kein Platz mehr für einen dritten war? War wahrscheinlich auch ein Mitgrund, weil natürlich 2 große Vereine in Linz bereits sehr, sehr weit oben spielten. Aber ich glaube, dass auch da der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt hat. Das war immer ein Hin und Her mit dem Geld von dem Investoren aus der Chemie. Dann kommen wir in den Bereich, wo du ein Jahr alt warst. 2003 ging es für den Club, plötzlich war der wieder da, plötzlich war die Chemie wieder da. Ist bekannt, wer damals die treibende Kraft war, das natürlich in der untersten Liga, aber trotzdem Chemie wieder anfing zu spielen. Wie kam es denn plötzlich dazu? Wir haben einen Zentralbetriebsrat, also Helmut Weibel, gehabt, der damals gemeinsam mit anderen Funktionären wieder gesagt hat, dass wir eine Cup-Mannschaft brauchen, abgesehen vom Jugendfußball, der immer weitergegangen ist und der das quasi initiiert hat. Und dadurch konnten wir 2003 wieder einen Ligabetrieb in der zweiten Klasse starten. Wie ist dieses Comeback sportlich verlaufen unter dem Dach der Chemie? Man hat konsequent in der untersten Liga gespielt oder gab es da auch Aufstiege dann? Weißt du das? Seitdem gab es keine Aufstiege. Also da wurde wirklich konsequent in der zweiten Klasse gespielt. Wenn wir jetzt bei Chemiezeiten sind, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja auch zu Chemiezeiten angefangen, Fußball zu spielen oder unter dem Namen Chemie? Genau. Da taucht ja auch der Name Tierno Ballo auf. Das ist so ein bisschen der jüngere Held, der eine Geschichte beim SV Chemie Linz hat, oder? Also Tierno Ballo hat kurz vor mir noch gespielt. Also es ist zwar mein Jahrgang, aber der war technisch ein bisschen besser wie ich und hat vor mir noch gespielt und mit meinen Freunden zusammengekickt. Das ist der letzte große Erfolg in der Jugendarbeit, der es ganz weit oben geschafft hat. Wir haben natürlich viele Spieler, die auch in höheren Klassen spielen. Und ja, Tierno Ballo war auch damals bereits ein außerordentlich talentierter Spieler. Da hat man schon gesehen, dass der Weg sehr weit gehen kann. Wo spielt er aktuell jetzt? Er war kurzfristig ausgeliehen zu Rapid Wien und jetzt ist er zurück beim FC Chelsea. Am 4. Dezember 2017 wurde der Vereinsname SV Chemie Linz geändert in SV Frankviertel Linz. Wie kam es dazu? Also damals ist kurz davor unser Obmann Helmut Weibel verstorben. Und dadurch, weil er eben als Zentralbetriebsrat das Bindeglied zwischen Verein und den Werken war, ist die Verbindung eben weggebrochen und
und wir konnten so auch das zusammen nicht mehr fortsetzen, weil eben es keine finanzielle Unterstützung mehr gab vom Werk und wir uns auf die Arbeit im Stadtteil konzentrieren wollten. Ich nehme an, dass du bei dieser Versammlung dabei warst 2017? Ich war damals dabei, ja. Gab es auch Überlegungen mal an den Namen Sparta anzuschließen oder spielte das überhaupt keine Rolle? Ja, lustigerweise gab es auch da Überlegungen, zurück zu Sparta zu gehen. Schlussendlich hat man sich entschieden auf SV Frankviertel, weil man eben den Bezug zum Stadtteil auch im Namen erwähnen wollte. Dieses Kürzel ASKÖ im Namen, was ist denn damit inhaltlich verbunden? Also was steht das? Gemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich. Also sie ist in Österreich circa alles so aufgeteilt, dass es eben einen konservativen Part gibt, das wäre die Union, und einen Arbeiterinnen-Part, das ist der ASKÖ in Österreich. Das ist einfach so, die Arbeiterinnen-Sportclubs sind daraus entstanden. Und das ist so die Dachorganisation aller sozialdemokratischer ArbeiterInnenvereine, die auch die ganzen Vereine jetzt gegenüber der Regierung oder der Politik oder nach außen hin vertritt. Verstehe ich das richtig, dass dieses politische System oder die Position auch im Sport abgebildet werden? Und das heißt, ASKÖ ist dann die Sportorganisation der Sozialdemokraten? Ja, man kann es so sagen. Also es ist jetzt so, dass es auch noch zusätzlich diesen allgemeinen Sportverband gibt, wo auch sehr viele Sportverbände drinnen sind. Und man muss schon so sagen, das ist ja der sozialdemokratische Dachverband. Es identifiziert sich aber jetzt nicht jeder Fußballverein, der vielleicht irgendwie zufällig oder historisch in diese Organisation geraten ist, mit der Arbeiterinnenbewegung. Bei uns ist es ein bisschen anders, aber es ist so, dass es sicher Vereine gibt, die halt historisch gewachsener ASKÖ-Verein sind und die jetzt aber realpolitisch jetzt nicht sich wirklich engagieren. Aber in Österreich gibt es das oft. Wir haben auch zum Beispiel diese Autofahrclubs, die unterstützen, wenn du Pannen hast, die haben auch geordnet in einer konservativen und einer sozialdemokratischen. Das ist einfach in der Nachkriegszeit entstanden, wo man halt wirklich nie wieder Krieg haben wollte, weil es war ja Bürgerkrieg vor der Übernahme der Nazis eben zwischen Sozialdemokratinnen oder Sozialistinnen und Konservative. Und so hat man sie irgendwie dann das Land aufgeteilt. Welche Ziele waren damals mit dem Neustart verbunden und welche Ziele habt ihr heute als Verein bzw. neu gewählter Vorstand? Wo wollt ihr mit diesem Verein hin? Was sind die Schwerpunkte? Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auf keinen Fall zuvörderst um sportlichen Erfolg. Also du wirst mir nicht berichten, dass SV Frankviertel 2040 in der Champions League spielen wird. Das ist nicht eure Zielsetzung, sondern ihr habt wirklich die Zielsetzung abseits der sportlichen Ergebnisse. Ja, genau. Also der SV Frankviertel ist ein einfacher Ort der Gemeinschaft und das Zusammenkunft werden, wo wir uns gegenseitig austauschen und unterstützen können. Es ist egal, ob jetzt wer schon Fußballerfahrung hat oder eher Hobbykickerin ist. Wir wollen einfach den Verein zu einem Treffpunkt im Stadtteil machen, wo alle Menschen willkommen sind. Also egal, wo sie herkommen, was sie für Religion haben und wo vor allem Kinder die Möglichkeit haben, einfach Bewegung ausüben zu können, Begeisterung an Sport zu finden. Es ist jetzt so, natürlich klingt das alles schön. Also wir wissen, wir haben einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und es ist nicht so, dass ich die Kampfmannschaft ganz links liegen lassen will, weil da sind wirklich super Menschen drinnen, die eben leicht zu einem anderen Verein wechseln können und da auch Geld verdienen könnten mit einem Fußball, weil das Talent ist auf jeden Fall da. Und deshalb schätze ich das aber umso mehr, dass es bei uns wirklich viele Menschen im Verein gibt, die jetzt nicht denken, okay, wie kann ich mir möglichst viel dazu verdienen mit meinem Hobby, sondern die Gemeinschaft schätzen und deshalb funktioniert das auch. Aber natürlich ist es ja ein Sportverein und natürlich lebst du ja auch über diese, man will ja besser sein als der andere und man will letztendlich gewinnen. Auch wenn ich jetzt der aktuellen sportlichen Situation, wenn ich die nachher nochmal mit Edwin bespreche, ich will nicht vorgreifen, aber grundsätzlich habt ihr ja schon viele Niederlagen verkraften müssen in den letzten Jahren. Sorgt das dann nicht so ein bisschen auch für Selbstzweifel, weil natürlich ja Ziel doch des Sports immer wieder ist, ich möchte doch gern
auch gewinnen. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Trotzdem die Kampfmannschaft, du hast ja gerade beschrieben, dass ihr wundervolle Typen habt, das auch regelmäßig zu motivieren und immer wieder zu sagen, bleibt dabei, die Zielsetzung ist eine andere. Wie gelingt das? Ja, es ist eh so, ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Wir sind die letzten Jahre immer Letzter in der letzten Liga geworden in Österreich. Also es ist so, dass da wirklich auch dann die Motivation fehlt und so. Und das haben wir auch schon gemerkt. Also wenn wir mit dem Neustand jetzt, mit dem neuen, jungen, engagierten Team, haben wir nochmal die Motivation und den Zusammenhalt geweckt. Also wenn das nicht passiert wäre, dann, wie du richtig sagst, ich meine, dass ich mir jedes Mal am Platz stehe und mal 10 Gegentore abhole oder so und eh alles probiere, das funktioniert nicht auf Dauer. Und wir sehen aber das Potenzial, wir haben das immer gesehen, jedes Spiel, wo ich mir angeschaut habe, vielleicht ist dann wieder 6-1 verloren gegangen, aber ich habe gesehen, dass da gute Einzelspieler da sind. Dass, wir haben jetzt ein neues Trainerteam mit Vedat und Göcki, die wirklich super motiviert sind, die ja selbst in Frankfurt gespielt haben. Und die haben innerhalb kürzester Zeit, also wir haben im Herbst dann schon einen Sieg und einen Unentschieden geholt. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht jede Partie im Frühjahr verlieren werden, weil das einfach das Potenzial da ist. Und es müssen halt auch die Strukturen von Vereinen geschaffen werden. Und das hat der alte Vorstand vielleicht nicht so gut geschafft. Auch die Rahmenbedingungen und die Trainingsbedingungen und die Gerätschaften und die Utensilien einfach bereitzustellen, dass wirklich ein professionelles Fußballtraining möglich ist. Also ich glaube, wir müssen da schon schauen, dass wir jetzt nicht sofort mit Gehältern oder so kommen, aber man kann auch so im Umfeld was schaffen, das was auch den Spielern, die wirklich talentiert sind, ermöglicht, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Also ihr hattet von 2018 bis 2021 bis jeweils den Sommer gab es keinen Sieg. Der erste Punkt wurde am 10. Oktober 2021 geholt. Am 31. Oktober gab es dann den ersten Dreier und da fiel dann sicherlich euch wirklich auch viele, viele Steine vom Herzen und das endlich mal in Sieg errungen werden konnte. Du hast angesprochen, ihr habt einen jungen Vorstand, du hast angesprochen, dein Freund, der Florian, ist ja parallel Linzer Gemeinderat und Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich. Also das ist ein sehr großes politisches Engagement, zumindest nehme ich das so wahr. Und parallel übernimmt man aber auch Verantwortung für die Vereinsentwicklung. Und so ist das ja, wenn ich es richtig verstehe, auch bei dir. Habt ihr euch dann nicht ziemlich viel aufgeladen, also auf der einen Seite den Verein, andere natürlich auch politische Positionen im Frankviertel und für die Arbeiterbewegung, das ist schon sehr viel, was ihr dort auf dem Tisch, auf den Schultern habt. Ist das alles zu schaffen? Ja, also das Gute ist, dass in Florenz eine neueste politische Funktion jetzt hauptamtlich ist und nicht mehr ehrenamtlich. Und was bei uns ist, also wir haben schon auch alle Vollzeitjobs, aber generell unser ganzer Vorstand, also wir sind ein breites Team, wir haben sehr viel Kompetenzen und wir können die Arbeit sehr gut verbinden. Also Linz ist halt schon eine größere Stadt, aber das Frankviertel, das ist sehr eng und familiär. Also ich kann die Arbeit perfekt verbinden mit dem Fußballverein und auch dort mit der Lokalpolitik. Weil wir kommen mit den Leuten ins Gespräch und das funktioniert irgendwie ganz von alleine. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, keine Ahnung, ich habe da heute zwei Termine wegen der Politik oder da wegen Fußballverein. Es ist so, wir sind ein Fußballverein und uns wird gesagt, dass der lokale Rewe-Markt zusperren muss und dass das voll schlimm ist. Und dann starten wir heute die Aktion, dass man diesen Rewe-Markt rettet und das lässt sich eigentlich alles recht gut verbinden. Und was sie vor allem verbinden lässt für uns, sind unsere Werte. Also diese klar solidarischen, sozialdemokratischen Werte für Gleichheit und jedes Willkommen und auch dieses klare Bekenntnis zur Arbeiterinnenbewegung. Das haben wir halt sowohl in unserer Arbeit als auch im politischen Engagement. Und man muss halt jetzt sagen, der Florian ist jetzt vielleicht eben auch Gemeinderat und Landesgeschäftsführer der SPÖ.
Aber der Rest von unserem Vorstand, wir sind sowohl links und auch der Sozialdemokrat, die nahe, zwar nicht immer einverstanden mit allem, aber es ist nicht so, dass wir jetzt zahlreiche politische Funktionen haben neben unserer Funktion im Verein. Aber du sprichst ja an, also ihr signalisiert ja eine klare politische Position mit euch als Person, mit eurer Kommunikation, mit eurem Verein. Und nun leben wir gerade alle gesellschaftlich sehr, ja, ich weiß nicht, ob man von Spaltung reden kann, aber auf jeden Fall ist ordentlich eine aufgeheizte Atmosphäre drin. Dann haben wir natürlich auch im Fußball ohne alle über einen Kamm, aber wir haben da natürlich auch viele Strömungen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Müsst ihr auch mit Anfeindungen dann tagtäglich umgehen oder habt ihr denn eine ganz gute und besondere Position da in dem Arbeiterviertel für euch gefunden? Also rein vom Viertel da mal einen großen Rückhalt, weil die einfach unsere Arbeit sehen. Also das soziale Engagement und dass jeder willkommen ist, dass da keine Probleme gibt, dass du da einfach herkommen wirst und aufgenommen wirst. Aber es gibt schon, also es gibt jetzt keine tagtäglichen Anfeindungen, aber leicht sind die Spiele nicht, wenn wir mit unserer Kampfmannschaft in eher ländlichere Gegenden zum Beispiel fahren. Das hat aber nicht so viel mit unserem politischen Engagement zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wir viele Spieler mit Migrationshintergrund haben und dass da sehr viele rassistische Anfeindungen einfach gibt. Umso wichtiger ist es ja, da klar Position zu beziehen. Genau. Das macht ihr ja. Wie ist grundsätzlich das Verhältnis in Linz? Wir haben diese zwei großen Vereine, den Bundesligisten, den Zweitligisten mit Blau-Weiß. Arbeitet man dann gut zusammen oder arbeitet jeder für sich und hat damit genug zu tun und jeder ist so in seinem Bereich? Oder gibt es da irgendwie ja eine Art von Zusammenarbeit? Ja, es ist so, dass wir rein von unseren Werten sicher Blau-Weiß-Linz näher stehen. Das ist also der traditionelle Arbeiterverein, der eben auch begreift, was es bedeutet, gesellschaftliches Engagement zu zeigen, sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Und wir haben da wirklich immer wieder Aktionen, wo wir gemeinsam eben arbeiten, dass man zum Beispiel rechte Fans raus aus den Stadien bringt und dass es in der Kurve kein Rassismus gibt und für die Kinderprojekte und so weiter. In Lastlinz treffen wir bei Kinderturnieren, aber es gibt eigentlich keine Zusammenarbeit. Ich glaube, dass der Lass Linz auch nicht interessiert ist, jetzt mit den schlechtesten Vereinen in Oberösterreich zusammenzuarbeiten. Ja, wobei schlecht ja nur sportlich trifft. Ne? Das ist aber, so. Ja, aber jetzt beim Lask, die machen vielleicht Kooperationen mit anderen Vereinen. Aber ich muss schon sagen, dass immer wieder Kinder kommen vom Lask und auch teilweise von Blau-Weiß, weil sie eben sehen, dass es bei uns anders ist. Also ich habe letztens, ein Kind hat geredet und er hat gesagt, er möchte wieder ins Frankviertel wechseln, weil bei uns darf man im Training auch lachen. Und das ist bei den großen Vereinen nicht. Und da verstehe ich halt auch, okay, ja, ich weiß, ihr habt so einen Fokus, ich weiß, es zählt Leistung und ihr macht das so eine Aussortierung. Aber generell Nachwuchsarbeit, also das ist komplett überholt, dass jetzt nur auf Leistung fokussieren, nur auf Fußball. Also ich glaube, wer sich ein bisschen mit Trainingslehre beschäftigt, der weiß, dass eine koordinative, polysportive Ausbildung viel wichtiger ist und auch die Freude an der Bewegung. Und das fehlt mir schon bei den großen Fußballvereinen. Aber darum ist es umso schöner, wenn wir quasi eben ein bisschen der Gegenpol dazu sind und wirklich Kinder bei uns Spaß haben, Kinder am Fußball und sie auch trotzdem weiterentwickeln, weil ich bin halt schon vorher angesprochen, ich meine, es ist jetzt nicht nur Diana Ballo, sondern es gibt da andere Kicker, die bei uns im Nachwuchs waren und jetzt in höheren Dingen spielen. Du hast die Bedingungen vor Ort angesprochen, wo ihr den Fokus drauf legt. Was findet denn jetzt jemand, der die Hörerin oder der Hörer, der die Folge hört und sagt, ich mache mich jetzt auf mal ins Frankviertel, ich will mal hoppen gehen und schaue mir ein Spiel an. Was für Bedingungen habt ihr denn aktuell vor Ort? Ja, ich glaube, also wir haben leider keinen Kunstrasen. Wir haben eins der größten Hauptfelder, glaube ich, in der Liga. Es ist ein bisschen so in einer Grube, also wir haben
dann daneben das Nebenfeld. Es ist so, wenn man bei uns am Platz kommt, also der Arbeiterverein ist schon so, wie man es sich vorstellt. Man geht ein bisschen in die Grube runter hinter die Schornsteine und von Fürst und Chemie. Und es ist halt eigentlich ein Fußballplatz in einem Industriegebiet. Aber wir finden es halt schön, also es ist so ein bisschen Fußballromantik und so nostalgisch. Und in eurer Liga, welches wäre das Spiel, was die meisten Zuseher zieht? Also gibt es so eine Art Derby, was ihr in der Liga habt, wo viele Zuseher geht? Welches Spiel sollte man sich im Spielplan rot anzeichnen, um dann den Weg in die Frankfurter Arena zu suchen? Ja, also das wären auf jeden Fall die Spieler gegen die Linzer Vereine. Es gibt da Stahl-Linz, es gibt Westbahn. Und eigentlich ja ein interessantes Projekt, also die Tatania Linz, das ist ein Sportverein, den Migranten und Migrantinnen aus Kosovo und Albanien gegründet haben. Und da haben wir natürlich ja näher, die haben eigentlich ja früh im Frankviertel gespielt, sind jetzt zu einem anderen Platz gezogen. Aber das sind so die Klassiker, die Leute anlocken. In Vereinsheim gibt es auch, nehme ich an. Das heißt, wenn ich zum Spiel gehe als Zuseher, werde ich auch kulinarisch bestens versorgt. Ja, man wird wirklich bei uns kulinarisch bestens versorgt. Ich sage immer am besten von der Liga, weil es ist so, in unserer Vereinskantine haben wir einen sozialen Verein eingemietet. Über den Tellerrand heißt der. Der macht Caterings und so auch für uns vom Verein mit Geflüchteten, die eben noch gerade im Asylverfahren sind und noch nicht arbeitsberechtigt sind in Österreich. Und bei uns gibt es wirklich also kulinarische Highlights aus orientalisch angehaucht oder sehr vielfältig. Fantastisch. Also wenn Fußball nicht so gefällt, der kann auf jeden Fall kulinarisch was erleben beim SV Frankviertel. Ja, und Tore gibt es auf jeden Fall auch immer genug. Ihr wünscht euch natürlich einen anderen Tor, aber das wird ja dann in der nächsten Halbserie so gelingen. Ihr seid als seit 1. Februar in neuer Vorstand und der ist überwiegend weiblich. Wie sind denn die Rückmeldungen auf diese Wahl ausgefallen? Durchweg positiv? Ja, also wir waren dann teilweise überwältigt von den Rückmeldungen. Was mir am meisten bedeutet, war einfach die Rückmeldung von den Spielern, von den Eltern. Die Eltern, die haben mich gekannt. Ich bin Nachwuchstrainerin, ich bin Kindertrainerin. Sie haben gewusst, dass ich gute Arbeit leiste. Die Spieler kennen mich noch nicht so lange, weil ich die Kampfmannschaft erst regelmäßig verfolge, seit einem Jahr circa. Aber sie haben gleich gemerkt, sie haben gesagt, du bist mit dem Herzen dabei, du hast die Erfahrung, weil ich schon bei einem anderen Fußballverein bin. Und sie haben gemerkt, dass wir einfach motiviert sind, dass wir unsere Werte vertreten und dass wir uns für den Verein engagieren. Und aus der Presse haben wir extrem viele Rückmeldungen gekriegt. Also wir haben dann schon ein bisschen einen Stress gehabt, da in der Arbeit immer, weil Interviewanfragen waren. Und wir haben es wirklich geschafft, dass wir, glaube ich, jeder oberösterreichischen Zeitung waren. Und ich bin da sehr dankbar, weil die Andrea Martinovic bei uns im Sportverein, die ich vorher erwähnt, die war baldiger Mitbegründerin und sie hat das alles gemanagt. Also sie war dann irgendwie meine persönliche Pressesprecherin und hat eine Interviewanfrage nach der anderen gemanagt. Und jetzt habe ich nur das Positive gesagt, es hat ein bisschen Widerstand gegeben, der ganz klein war, aber ich glaube, dass das normal ist, wenn eine junge Frau Opfer wird, wenn ihr ein Team habt, das auch sehr jung ist, das migrantisch dominiert ist, das weiblich dominiert ist. Da gibt es ein paar alte Männer, die das nicht so toll finden. Ist wahrscheinlich so ein bisschen Reibungsenergie, was da passieren muss und letztendlich wirst du ja oder werdet ihr ja mit eurer Arbeit überzeugen können. Was sind denn die Sachen, wo ihr gesagt habt, die wollen wir bis zur nächsten Wahl, ich weiß gar nicht, 2 Jahre oder wie lang? Was sind, wenn die Sachen, die ihr gesagt habt, die wollen wir bis dahin auf jeden Fall geschafft haben? Also es ist so, dass wir jetzt das erste Halbjahr mal nutzen müssen, den Verein finanziell stabilisieren, weil wir haben jetzt nicht viel am Konto gehabt bei der Übergabe. Und dann ist ganz wichtig, dass der Fokus weiterhin am Nachwuchs bleibt und
Dann auch in weiterer Hinsicht, dass wir ganz diese positive Energie, diese Erfolge, die wir im Nachwuchs haben, weil unsere 14 ist letztes Jahr Meister waren, spielt jetzt in der 15 wieder mit. Und unser Ziel ist es einfach, die Kinder, die wir mit unserem ganzen Herzblut im Frankviertel ausbilden, dass die dann auch in die Kampfmannschaft und in die Reserve kommen. Und davon können wir profitieren, weil wir haben jetzt eben diese Spieler, die teilweise seit ihrem ganzen Nachwuchs schon im Frankviertel spielen und immer dem Verein treu geblieben waren, das werden dann unsere Stützen und wir fahren einfach möglichst viele junge Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren und auch dort sportlich den Erfolg wieder zu finden. Und generell wollen wir uns jetzt so aufstellen, immer das Gegenpol zu den ganzen anderen Vereinen, wo vielleicht nur kurzfristiger Erfolg zählt oder kurzfristig der Aufstieg. Und da eben ein anderes Projekt zu gestalten und einfach wirklich, also bei uns wird wir werden nicht einmal im Jahr mit einem Banner auflaufen gegen Rassismus, sondern bei uns wird das ganz klar im Verein verankert. Es gibt bei uns keinen Platz für Rassismus und das werden wir nach innen tragen und nach außen kommunizieren. Das Frankviertel, das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, erlebt ja auch so einen Transformationsprozess aus einem reinen Arbeiterviertel. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob der Begriff Szeneviertel ein bisschen zu viel ist, aber trotzdem entstehen da eine besondere Kultur. Wo siehst du 2031 deinen, euren Verein und das Frankviertel? Ja, also du hast das richtig gesagt. Das Frankviertel war immer klassisches Arbeiterinnenviertel, sind wir jetzt noch, also es leben da wirklich Arbeiterinnen und Arbeiter hauptsächlich da. Es hat aber ein bisschen einen schlechten Ruf gehabt. Also man hat immer gesagt, das ist so, keine Ahnung, nicht so eine schöne Gegend. Und mittlerweile haben es andere Leute verstanden. Es ist eine Kunstszene da. Es kommt immer wieder neue Projekte, Wohnprojekte und so weiter ins Frankviertel. Uns ist halt wichtig, dass das nach wie vor ein leistbares Wohnviertel bleibt, dass man aber durchaus so Synergien nutzen kann, weil wir sind in Stadtnähe und es werden immer wieder künstlerische Projekte und so weiter kommen. Und als Verein wollen wir einfach der Mittelpunkt sein von diesem Viertel. Wir wollen mit Projekten zusammenarbeiten, wir wollen einfach wieder Energie am Platz bringen und einfach da einen Treffpunkt zu schaffen für alle Frankviertler und Frankviertlerinnen. Und da seid ihr, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, habt natürlich noch eine gehörige Portion Weg vor euch, aber habt ja jetzt eine Mannschaft, in der ihr euch gegenseitig unterstützt, ein junges, diverses Team, was einfach mal sozusagen Österreich schon vielleicht was Einmaliges, in jedem Fall etwas Besonderes ist. Umso schöner ist es, dass wir euch interviewen durften, dass wir euch kennenlernen durften. Den HörerInnen sei die Facebook-Seite empfohlen und ihr habt einen Instagram-Auftritt und dort könnt ihr dem SV Frankviertel Linz folgen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt, wo nach Corona der Spielbetrieb wieder losgeht, dass dann auch der ein oder andere Punkt dazukommen wird. Simone, dir und deinen Mitstreitern ganz herzlichen Dank. Edwin, auch dir vielen Dank und alles Gute euch und Glück auf. Ja, danke dir, Danny, für deine Zeit und dein Interesse an unserem Verein. Es hat Spaß gemacht und wir erzählen immer gern ein bisschen was über unsere Geschichte und über unsere Zukunft.